im dargestellten Würfel sind M, N und P die Mitten der Kanten, zu denen diese Punkte gehören. Der Auftrag hier lautet: Drücke die Vektoren M, P, P, N und N, M als Linearkombination der drei Vektoren I, J und K aus. Beginnen wir mit diesem Vektor MP. Der Vektor MP kann beschrieben werden durch die Addition der aufeinanderfolgenden Vektoren MA, AD und DP. Vektor MP kann also so geschrieben werden. Der Vektor MA, MA, das ist aber genau die Hälfte vom Vektor K. Der Vektor AD, AD, das ist genau der entgegengesetzte Vektor von I, also ist das der Vektor minus I. Und der Vektor DP, DP, das ist genau die Hälfte vom Vektor J. Also können wir diese vektorielle Summe auch so schreiben. Jetzt schreiben wir das noch in alphabetischer Reihenfolge von I, J und K. Und somit haben wir den Vektor MP als Linearkombination von I, J und K geschrieben. Machen wir genau dasselbe für den Vektor PN. Der Vektor PN kann zerlegt werden in Vektor PC plus Vektor CG plus Vektor GN. So. Aber der Vektor PC, der Vektor PC, das ist die Hälfte vom Vektor J. Der Vektor CG, CG, das ist minus Vektor K. Und der Vektor GN, GN, das ist genau die Hälfte vom Vektor I. Also so. Auch diese Vektoren schreiben wir in alphabetischer Reihenfolge I, J, K. Und somit haben wir den Vektor PN als Linearkombination der drei Vektoren I, J und K ausgedrückt. Wir machen nochmal genau dasselbe für den Vektor NM. Den zerlegen wir in Vektor NF plus Vektor FE plus Vektor EM. Also so. Der Vektor NF, NF, das ist die Hälfte vom Vektor I. Der Vektor FE, FE, das ist minus Vektor J. Und der Vektor EM, Vektor EM, das ist die Hälfte vom Vektor K. Also können wir diese drei Vektoren so schreiben. Und somit haben wir den Vektor NM geschrieben als Linearkombination der drei Vektoren I, J und K. Hier sind sie automatisch alphabetisch geordnet. Also ist der Auftrag schon erledigt.